Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil The Umbrella Chronicles. Im letzten Part haben wir die Fledermaus geschrottet und heute machen wir direkt einmal, gehen wir auf Anpassen und machen unsere Waffen einen kleinen Tacken stärker. Hier, Munitionskapazität bitte erhöhen und noch einmal die Schrotflinte. Jetzt haben wir 120 und Kapazität 8. Also wir haben 8 Schuss. Und ja, das war's. Einmal Dateien speichern. Ja, geht halt nicht anders, ne? Gell? Und wir spielen Zugentgleisung. Kapitel 3. Und natürlich wieder mit Le Rebecca. Ja, jetzt hat die Schrotflinte etwas weniger Schuss, aber kann ich mit leben? Wir nehmen die Maschinenpistole. Ach übrigens, seht ihr ja hier? Letztes Mal hatten wir nur noch 100 irgendwas und jetzt haben wir 386. Seht ihr, dass sich das dann erhöht, wenn wir sie nicht mitnehmen? Und ja, wir beginnen jetzt das Spiel. Ach, jetzt mit dem Ladebällchen. Stirb! I'll bet we'll find the source of the problem down there. Let's go. What? Da. Kein Schlumpf rum. Oh, hab ich das? Ja, hab ich. Und da haben wir schon die Trollfinder. Watch out! Noch mehr Affen! Immer diese Affen! Ah. Ja, wenn das kein kritischer Schuss war. Oh, haben wir das auch geschafft. Oh, Granatwerfer. We can get down using this. Granatwerfer. Da haben wir ja ein paar Sachen, die jetzt in kommenden Fights sehr zuvorkommen werden. Ach komm schon, Alter, ihr Edelfutzi, ihr seid ekelhaft. Ihr seid echt ekel. Hoppla. Oh, Alter, leck mich. Ich hab den euch bei Erste Hilfe kaum verschossen. Leck mich nicht weiter, hab
in dieser Scheinwerfer war eine Datei drin. Ne? Ah, komm schon! Außerdem, wo hat die Granate? Ich hab doch keine mehr. Ah, scheiße. Ah, da hilft auch dein Helm nichts. Ah, ich bin mal in den Fahrstuhl. Oh, das wird jetzt so scheiße. What is that thing? If it's off the face, here I come! Rock you like a hurricane! Na. Er ist hingefallen. Damn, not here too. Lass das. Checkpoint. Oh nein! Leck mich, ihr kleinen scheiß Drecksblutegel! Ja, das staunt er, wa? Keine Granate kannst du aber nicht aufbrechen. Ups. Das war jetzt nicht so geplant, dass ich eine Granate rausschieße. Aber ist mir egal. So, und jetzt... Krieg! Schöne Lippenbedienung! Da muss er nicht furchtbar wehtun. Also wenn ich gegen so eine Statue presche, dann muss das wehtun. That's the guy from the picture. Marcus? But you're dead. 10 years ago, Spencer had me assassinated and stole all of my research. However, something wondrous happened. The T-virus fused with the leeches and brought me back from the darkness of death. Now, I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. Ja, klingt ja nicht gerade sehr fest.
Oh, und das ist unsere, übrigens. Wo lässt du mich bohren? Den Granate einfach hin. Dankeschön. Unser erster Boss. Das heißt, unser erster Endgegner. Wir spielen ja... Ja, wir spielen ja Resident Evil 1, 3, ach Quatsch, 0, 1, 3, dann fiktionales Werk und ja, nee, ganz nee, sorry. Okay, und jetzt tu uns einmal einen Gefallen und stirb. Ah, ja, natürlich mutiert er ja auch immer weiter. Alter, hör mir auf mit deinen scheiße Kacke zu schlagen. All personnel, please evacuate immediately. Self-destruct? Great. Come on, move! Ah, scheiße. The hell is that thing? Billy, be careful! It's catching up! Was ist das? I got it. Aim for the mouth. This monster doesn't know when to give up. Was ist, wenn du aufgeben sollst, wa? Scheiße, aber letztere. Okay, ich denke ich jetzt. Doch geschafft, doch geschafft. So, im Licht. It doesn't like sunlight. Bring it. Hör du, kleiner Anhaltlutscher. Over here, Blake. Ja, es gibt gerade auf die 12, Junge. Aim for its weak spot. That seems to drive it back. Let's drive it into the sunlight. Have time. Also ist jetzt auch so falsch, ne? It stopped! Now's our chance! We better keep our distance!
Oh, wo ist hier die Todsünde? Oh, das wird jetzt noch lange dauern. Das wird noch lange dauern. Fuck, ich war noch hier so weiter. Ich wollte Track mal ein Fabriker, noch so ein Schattenwichser. Ja, bringen wir es zu Ende. Och, Gott sei Dank geschafft. I guess it's time to say goodbye. People are waiting for me. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Rebecca, thank you. The pair overcame impossible odds and made it out alive. Lucky, I suppose. Since the event, Billy Cohen has gone missing, while Rebecca is about to enter a new nightmare as she heads for the mansion. Oh. Ah, you have the time for it. Darf. Ja! Wesker-Szenario Anfänger, Kapitel 1 ist jetzt freigeschaltet. Das ist jetzt eine dieser hübschen kleinen Nebenstories. Oh, Kapitel 1 habe ich 4 Dateien. Guck mal, wie viel ich liegen gelassen habe an Dateien. Oh. Und ich mal schlau mache, wo die alle liegen. So, immerhin. Das haben wir geschafft. Und nächste Part machen wir schön mit Wesker weiter. Yeah, baby, yeah. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bei Like und Kommentare würde ich mich sehr gerne freuen. Und boah, ich sag dann erstmal tschüss. Und wir sehen uns im nächsten Part.